Beim ypsilateral Split Squat ist immer die Seite im Laden, die mit dem Standbein vorne steht. Der Ausfall ist relativ groß gehalten, gestartet wird mit gestreckten Beinen vorne, dicker Zeh im Boden verankert, aufrechte Oberkörperposition, kontrolliertes Absenken, aufrechten Oberkörper, nahezu bis das hintere Knie fast den Boden berührt, von da aus kontrolliert in die Streckung des vorderen Beins zurück. Ziel ist es, dass die Bewegung von unten nach oben durch die Gesäße